So, heil mich. Das ist wirklich böse, ja. Okay. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Zumindest, wenn ich hier mal durchs hohe Gras durchkomme. Hier kann man ja, meine ich, auch ein paar Kampf-Pokémon fangen. Ich sehe übrigens gerade, dass auf dem unteren Bildschirm die Uhrzeit, glaube ich, minimal abgeschnitten ist, oder? Ich glaube. Das müsste ich vielleicht gleich mal fixen. Ist zwar nicht so dramatisch, aber naja, jetzt habe ich es gerade mal gesehen. Ich habe anstatt Pflegerin Prinzessin gelesen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Tja. Stört euch gerade nicht dran, dass gerade nichts passiert? Jetzt ist es, glaube ich, ganz drauf. Ja. So. Vielleicht nur mal gucken, wie das außerhalb des Kampfes aussieht. Live-Rahmen verschieben. Nee, ich habe nur den Beschnitt ein bisschen abgeändert. Verschoben habe ich tatsächlich so nichts. Also ist mir vorher einfach so gar nicht aufgefallen, weil ich das natürlich logischerweise nicht alles im Kampf eingestellt habe, sondern, glaube ich, einfach im Titelbildschirm. Da konnte man es vielleicht einfach nicht so pixelgenau sehen. Ich meine, ist jetzt auch nicht dramatisch, dass man da die Uhrzeit nicht lesen konnte, aber muss ja nicht sein. Und Level 16. Ja, Spezialverteidigung ist eigentlich echt sehr angenehm. Sorgensamen. Was machte das nochmal? Ich glaube, das war irgendwie was nicht sehr Interessantes. Zielwirt bepflanzt, wandelt Fähigkeit in Insomnia um. Gut, wenn du natürlich unbedingt eine Fähigkeit unterdrücken möchtest, aber nein. Ich glaube nicht. So. Ja doch, ich glaube. Ich habe prinzipiell unten aber auch zu viel abgeschnitten. Ich war da wohl sehr greedy, was das Abschneiden betrifft. Wobei. Moment, ich muss da mal kurz. Ach, es ist verrutscht. I see. So. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich gar nicht zu viel abgeschnitten. Ich habe es einfach zu sehr unter den Rahmen geschoben. So, jetzt ist es doch alles schön. Voll schlampige Arbeit, ey. Ja, tut mir leid. Oder so. Ich wollte nur etwas weniger Pink haben. Ich glaube auch. Ich wollte halt, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur nicht zu wenig abschneiden, damit da keine ekligen schwarzen Ränder sind. Wie am Anfang bei Paper Mario. Deswegen habe ich es ein bisschen gut gemeint. Ich gebe mir sowieso nie viel Mühe, das stimmt. Ich mache ja alles immer nur komplett halbherzig. Es geht mir ja sowieso alles am Arsch vorbei, ne? Oder so. Wachstum. Ach, Wurmbull. Du bist auch knuffig. Deine Entwicklung auch. Aber ich glaube, vom Level her passt es eigentlich mittlerweile. Da wir nur drei Pokémon haben, leveln wir eigentlich ganz gut. Wir müssen uns halt nur überlegen, was wir gegen Aloe machen möchten. Die hat ja zwei Pokémon, meine ich, oder? Die hat doch... Oh, fängt die mit Terrybug an eventuell? Also ihr Signature ist ja ihr Kukmada. Ich glaube, das kann man auch so offen sagen. Und das Problem bei denen ist eigentlich nur, dass die halt wehtun. Insgesamt. Sehr wehtun. Ansonsten, ich glaube, richtig nervig sind die nicht. Wie gesagt, nur mit den Attacken tun sie halt schon ziemlich weh. Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Lemonap! Wir können natürlich die gleiche Taktik machen wie in Orion. Heißt Giftspitzen auslegen. Und dann auf jeden Fall schon mal das zweite Pokémon toxisch vergiften. Oder das erste mit Giftwolke vergiften. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern das sinnvoll wäre. Weil... Das Problem ist einfach, wenn ich halt das toxische Gift auslege für das Kukmada, dann kann ich das zu einem Ausdauerkampf machen, weil letztendlich werde ich gewinnen. Ich weiß aber nicht, wie viel Ausdauerkampf ich eigentlich spielen kann, wenn mich das Ding wahrscheinlich two-hitten kann. So, ne? Das weiß ich nicht. Deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht so unsinnvoll.
Also Velvet kann halt mit Megasauger, glaube ich, schon ein bisschen was machen, weil sie dadurch natürlich auch ein bisschen mehr aushält, weil sie sich gegenheilt. Tüti hat den Säurespeier und kann die Spezialverteidigung halt super gut senken, was definitiv auch ein Vorteil ist. Und Nidoran hat halt den Doppelkick, der guten Schaden macht. Also ich glaube, in dem Fall würde ich vielleicht auch lieber full offensiv gehen wollen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, du verschwendest halt zwei Züge beim ersten Pokémon mit Giftspitzen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Plus, wie gesagt, Ausdauerkampf gegen Aloe. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich gewinnen würde. Die kann mir halt schon mit... Boah, was hatten die für eine Attacke? Die mehr Schaden macht, wenn schon Pokémon besiegt wurden, auf jeden Fall. Und die haben bestimmt auch sowas wie Bodycheck oder so. Da muss ich echt mal gucken. Ich würde halt schon fast gerne mit Tüti gegen Kukmada kämpfen. Heimzahlung, genau. Ich hatte immer Vergeltung im Kopf irgendwie. Aber das war es nicht. Wegen dem Säurespeier. Mein Megasauger ist doch auch speziell. Da würde ich halt nur von profitieren. Und dann vielleicht Mila das erste Pokémon versuchen lassen. Wäre natürlich auch schon cool, wenn Mila sich bis dahin entwickeln würde. Das müsste ja, glaube ich, Level 18 sein, ne? Hypnose hat es auch. Geil. Oder so. Weil ich glaube, mit entwickelter Mila... Echt auf 16? Ich hätte jetzt 18 gesagt, aber ich habe es auch sehr selten dabei. Also eigentlich so gut wie nie, außer mal im Feuerrotblattgrün. Das ist ja dann sogar noch besser. Weil ich glaube, Nidorina hält natürlich schon mal ein bisschen mehr aus. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt für die Arena. Brauche ich eigentlich Heilung? Noch geht's. Ja, dann erstmal dich machen. Bin zu allem entschlossen. Dann bist du hoffentlich auch dazu bereit, auf die Nase zu bekommen. Und ich möchte halt auch eigentlich ungerne auf Otaro und Grillmark zurückgreifen, weil die ja eigentlich nur als VM-Sklave bzw. Deko dabei sind. Ich meine, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich sie quasi nur reinschicke zum Opfern. Aber ich fühle mich dann irgendwie so, als hätte ich so ein bisschen gecheatet. Weil sind halt keine Gift-Pokémon, ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie Gift-Pokémon als Opfer fangen würde, das wäre was anderes. Irgendwie macht das alles gar nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Blubstrahl. Blubstrahl, Psystrahl. Die sind alle echt schon ganz gut aufgestellt. Ah, zack. Ich glaube, sogar den Mondstein bekommen wir auch recht bald. Ich meine, den bekommen wir nach der Arena in absehbarer Zeit. Quasi so nach dem nächsten Dungeon, sag ich mal. Ich meine, dann bekommen wir sogar den Mondstein für Mila in die Hand gedrückt. Nur natürlich den Stein für Velvet. Den kriegen wir leider erst minimal später. Sagen wir mal so. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so böse, dass wir noch kein Roselia haben, weil es dauert eh noch eine ganze Weile, bis wir eine Roserade haben können. Blubstrahl, Psystrahl, Hyperstrahl. Ich hoffe mal nicht. Es könnte minimal wehtun in der Normalarena. Das hätte ich aber doch mal wechseln wegen der netten Verwirrung. Mondstein, Flieg und Sieg! Also wenn du den Mondstein irgendwann an den Kopf wirfst. Ne, Mila, ich habe es ja extra versucht zu umschreiben. Ich weiß schon, wo man den bekommt. Ich weiß auch ziemlich genau, wo man den bekommt. Aber ich versuche teilweise, mich ein bisschen zurückzuhalten mit meinen Infos. Deswegen habe ich es versucht, ein bisschen zu umstreiben. Aber ja, das war das, was ich auch im Kopf hatte. Machen die hier alle nur Superschall? Meine Güte. Ich glaube auch generell, einige Pokémon werden wir halt erst recht spät entwickeln können. So wie Tüti entwickelt sich ja auch nicht unbedingt auf Level 20. Und ich weiß auch nicht, ob du wirklich irgendwo einen Evoliten oder so bekommen würdest. Deswegen müssen wir uns da irgendwie so ein bisschen durcharbeiten. Ach, Lena, ich habe es auch noch nie gesehen. Aber ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so viel Interesse dran. Es gibt so viel anderes, was ich lieber erstmal gucken wollen würde, wofür ich sowieso schon keine Zeit habe. Deswegen glaube ich, werde nie dazu kommen. Und Level 17. Joa. Ich glaube, da waren auch noch ein paar Kämpfer irgendwo.
Da hinten ist nichts. Aber hier ist noch ein Item. Ein bisschen Gras. Ich sollte Persona 4 mal zu Ende gucken. Ich sollte Persona 4 überhaupt erstmal richtig spielen. Wann ich die Dorina entwickeln möchte? Ich glaube, Jan hatte mir im Vorfeld ein Level rausgesucht, wo ich es entwickeln sollte. Also habe ich da schon, auch wenn ich das Level vergessen habe, prinzipiell einen Plan mal gehabt. Alessandro, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Guter Jan. Ja, Jan kann sich auch extrem auf irgendwas fokussieren, wenn es um solche Projekte geht. Also er hilft, wo er nur kann. Schon alles durchgeplant. Eigentlich nicht. Eigentlich ist auch noch voll viel, was gar nicht geplant ist. Also ich habe mir jetzt nicht jedes Moveset von jedem Arena-Leiter angeguckt, wie ich das Pokémon X vielleicht gemacht habe. Es ist eher so ein bisschen spontan. Und bei Arenen, wo ich halt Schiss habe, siehe fünfte Arena, werde ich vielleicht noch vorher ein bisschen genauer gucken. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht so genau geguckt, was die Arenen so haben, was die Liga so hat, was die Antagonisten so haben. Diesmal hätte ich aber dran gedacht, Melli. Also habe ich jetzt nicht alles im Vorfeld mir angeguckt. Werde ich halt eher so nach Bedarf machen. Jetzt machst du Walzer! Plötzlich. Deswegen ist es halt doch ein bisschen spontan, aber so ein paar Sachen hat man halt schon nachgeguckt. So ganz ohne Vorbereitung ranzugehen, ist halt auch blöd. Das kann Velvet machen. Also man muss ja zumindest so ein bisschen gucken. Ich würde jetzt auch nicht jeden Typ in jeder Edition machen wollen. Ich würde zum Beispiel auch in Höhen keine Monotype Feuer machen wollen. Nicht, weil es nicht möglich wäre, aber weil es einfach super nervig wäre im letzten Drittel des Spiels irgendwie. Also ich sag mal, ich glaube, du kannst in jeder Region irgendwie eine Monotype machen. Gerade wenn es halt keine Nuzlocke ist. Dann kann ja auch ruhig mal was K.O. gehen. Nuzlocke Monotype kannst du wahrscheinlich nicht überall machen. Aber so eine normale Monotype wie ich, das geht schon. Aber ich finde, man muss halt schon vorher so ein bisschen gucken, ob man da überhaupt Bock drauf hat, sich das da tatsächlich so anzutun, ne? Und das Team muss ja auch halbwegs ausbalanciert sein. Ich würde jetzt nicht 6 reine Gift-Pokémon ins Team packen wollen. 1, 2, 3 vielleicht, ne? Kann man machen, aber so ein paar Dualtypen brauchst du halt schon für die Coverage. Also wie gesagt, so ganz nach Lust und Laune rangehen, da hätte ich echt so ein bisschen Angst. Ja gut, wenn man generell keine Lust auf das Spiel hat, dann macht es sowieso keinen Sinn. Logisch. Würde ich auch nie machen. Yay! Mila entwickelt sich! Das neueste Teammitglied und die erste Entwicklung. Das ist irgendwie lustig. Yay! Da haben wir unseren Nidorina. Könnte uns in der Arena, wie gesagt, auch ganz gut helfen. Allein eben durch die Wertesteigerung. Das nächste Teammitglied kommt nach der zweiten Arena. Weil generell nach jeder Arena quasi ein neues Teammitglied kommt. Da haben wir noch einen Kämpfer und da ist noch eine Kämpferin. Heißt, nach Aloe können wir uns noch eins holen. Ich sag mal so, Monotype würde ich halt zum einen natürlich Typen nehmen, die ich gerne mag, wie ich das bei Eis gemacht habe. Aber halt auch Typen, die ich tatsächlich nie so benutze, wie bei Gift eben. Weil ich es halt einfach super interessant finde, gezwungen zu sein, Pokémon zu benutzen, die man nie benutzt. Das war ja auch eigentlich ursprünglich einer der Gedanken bei Nuzlocke-Challenges. Also irgendwie dieser Aspekt, dass du wirklich vorsichtig sein musst. Nur einfach dieser Aspekt, dass du dein Team dir nicht wirklich selbst zusammenstellen kannst oder nur bedingt. Klar, du entscheidest letztendlich schon, was du mitnimmst. Aber dass du halt nicht einfach jedes Pokémon so fangen kannst, das war ja eigentlich auch dieser Nuzlocke-Aspekt, dass du einfach mal ein besonderes Team hast irgendwie. Aber ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen. Und heutzutage ist Nuzlocke nur noch
Ja, normal durchspielen ist ja langweilig, wir wollen es ja schwer machen. Finde ich eigentlich schade, weil ich mag diesen Aspekt, mal ein anderes Team mitzunehmen. Wirklich so zu gucken, was andere Pokémon so drauf haben. Und deswegen finde ich es halt auch so spannend, Monotypes vielleicht zu machen zu Typen, die ich halt so nie mitnehmen würde, wie Gift halt zum Beispiel. Vielleicht mal ein Gift-Pokémon, ja, aber so 6? Da ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass da welche bei sind, die du so nie dabei hast. Oder auch so, ich finde immer so Wasser, Feuer, Elektro, das sind so Standardtypen, die hat man halt schon des Öfteren mal dabei. Aber sowas wie Gift oder Gestein oder Unlicht oder so, hast du vielleicht schon mal dabei, aber ich zumindest nicht immer. Deswegen, das ist dann schon ganz interessant, sich da vielleicht so ein bisschen was zu bauen. Und das ist halt genau, sag ich mal, für mich die richtige Menge an Änderung, um das wirklich interessant zu gestalten. Ich weiß, da ist nur noch ein Trainer, aber ich muss mich trotzdem mal heilen. Weil ich sag mal, ich mag ja keine richtigen Challenges. Also ich finde zwar Nuzlocke oder Wetlocke oder so zum Schauen ganz cool, aber ich selbst würde die halt nicht machen wollen, weil die für mich einfach keinen Spaß machen würden. Aber so normales Durchspielen ist halt auch manchmal so ein bisschen eintönig. Und das ist halt einfach ein schöner Kompromiss irgendwie für mich. Ja, Stahl wäre auch so ein Typ, das stimmt. So, dann den einen Kämpfer noch eben umklatschen. Und mit so einem halbtoten Team wollte ich das jetzt nicht unbedingt machen. Genau da lang. Ach Kai. Nee, ich habe das tatsächlich auch nie versucht, weil ich halt auch genau wüsste, ich würde mich immer überleveln mit Absicht, weil ich immer Angst um meine Pokémon hätte. Plus, ich würde mich halt nie gut dabei fühlen. Ich wäre halt immer angespannt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Starter habe, den ich super gerne mag. Nehmen wir mal Otaro. Und der würde irgendwann draufgehen. Ich glaube, ich wäre nicht konsequent. Ich glaube, ich könnte das nicht akzeptieren. Dann wäre es dann irgendwann so, ja, der Starter kann nicht sterben. Und dann wäre es irgendwann so, ja, das Pokémon mag ich auch. Nein, das ist nie passiert. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich konsequent durchziehen könnte. Deswegen mache ich es erst gar nicht. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Da muss ich halt nur mal überlegen, ob man wirklich jetzt immer Monotypes machen möchte. Autsch. Also ich hätte da schon Bock drauf auf jeden Fall, da noch mehr zu machen in mehr Editionen. Oder ob man noch andere Ideen irgendwie umsetzen möchte. Was ich halt auch super cool finden würde, das habe ich mit Jan auch irgendwann mal besprochen, ist aber schon eine ganze Weile her, wenn man so allgemein Thementeams machen würde und zwar nicht unbedingt Monotype, sondern halt wirklich sich irgendwie ein Thema sucht und darum halt ein Team baut. Was ich halt sehr interessant finden würde tatsächlich, geht auch nicht in jeder Generation, wäre so, sich einen bestimmten Trainer auszugucken und quasi dem sein Team zu kopieren. Was ich halt so vor Augen hatte, war zum Beispiel Champion-Team. Und was ich da natürlich am besten anbieten würde, ist Cynthia. Weil viele Champs haben irgendwie nicht so die... Ich meine, wie willst du Siegfrieds Team nachbauen? Ist ein bisschen eintönig, ne? Und bis du mal ein entwickeltes Team hast, bist du schon irgendwo in Kanto. Deswegen, also ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Ich glaube, so jetzt Kanto ist auch eher so, weiß ich nicht, ob ich unbedingt dem sein Team nachbauen wollen würde. Johto wäre auch, wie gesagt, eine Katastrophe, weil ich mit 3 Dratinis rumlaufen müsste. Also wenn, dann müsste ich das Rematch-Team nehmen. Troy wäre halt interessant in Höhen, aber auch ziemlich hart, finde ich irgendwie. Ich meine, Stahl ist ein cooles Monoteam, aber es dauert halt auch, bis die alle wirklich gut sind irgendwie. Was trifft's gut? Vasili wäre auch spannend, weil es nämlich gleichzeitig auch ein Mono-Wasser-Team wäre. Das könnte ich mir auch vorstellen. Cynthia sowieso. Cynthia hat ein OP-Team. Ich meine, es würde auch wieder dauern, bis du wirklich zu dem Punkt kommst, bis du OP bist, aber das wäre halt auch interessant. So in Sinnoh, Cynthia ist eh Best Champ. Gut, Einal, Einal 1, weiß nicht, wenn man dann wirklich den richtigen Champ nimmt. Keine Ahnung, wie das funktionieren würde. Einal 2 könnte man auch machen, denke ich. Prinzipiell könnte man auch Carlos nehmen oder so. Also ich glaube, ab Platin kannst du wahrscheinlich so ziemlich alle Editionen problemlos nehmen und hast da eigentlich ein halbwegs gutes Team und ein halbwegs ausgewogenes Team, weil die ja später nicht mehr wirkliche Monoteams hatten.
so wie jetzt Siegfried oder Vasili oder Troy, die hatten ja wirklich sehr viel Abwechslung eigentlich drin seit Cynthia. Aber ich glaube echt so, da könnte man auch was ganz Cooles draus machen irgendwie. Das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob man sowas mal irgendwie... Gut, man hätte in Platin dann natürlich auch wieder eine Roserade dabei, wie jetzt hier auch, aber das würde ja nicht so die größte Rolle spielen. Aber ich glaube, da könnte man halt echt so ein bisschen was draus machen. Und es muss ja nicht auch immer der Champ sein. Du kannst ja auch sagen, prinzipiell, ich möchte das Team von Red nachbauen oder von irgendeinem Antagonisten. Gut, die haben meistens nicht 6 Pokémon, aber zumindest so teilweise oder so. Also ich glaube, du kannst da schon ein paar schicke Sachen irgendwie draus machen. Ja gut, das Monoteam bei Siegfried war vielleicht nicht die beste Formulierung von mir, aber ihr wisst, was ich meinte. Ja, der Diamantperl Ignaz Feuerteam Run mit einem Pokémon oder so. Ah. Ja, du kannst ja auch ein Top-4-Mitglied nehmen. Oh, da ist noch ein Dings, den ich irgendwie gar nicht mitgenommen habe. Also ich glaube, das wäre auch mal ganz cool, um nicht immer diesen Mono-Aspekt zu haben, den ich halt auch super gerne mag und auch in Zukunft gerne noch aufgreifen möchte. Aber ich glaube, das wäre halt auch eigentlich ganz spannend. So, ich glaube, sehr viel weiter komme ich hier ja noch nicht, ne? Nein. Okay. Also Brunos Team wäre auch super. Dann würde das Spiel nämlich einfach jedes Mal crashen, wenn ich gegen jemanden kämpfe. Siehe Jans Livestreams. Ach, geheilt bin ich ja. Wollte mich jetzt nicht nochmal heilen eigentlich. Das ist in Ordnung. Geht's es? Ja, also du hast halt viele Trainer, wo ich mir denken würde, das Team wäre eigentlich ganz interessant. Die Sache ist, die Teams werden tatsächlich alle erst später interessant. Wenn wir jetzt nochmal Cynthia nehmen, du läufst halt ewig lange rum mit Kaumalat und Riolu und Roselia, Barschwa oder du nimmst Gastrodon stattdessen. Also ich sag mal, ne, das dauert dann schon, bis die so ein bisschen stärker sind. Und es wäre natürlich voll cool, wenn du dann immer quasi das Pokémon des Gegners mit deinem eigenen der gleichen Art besiegen würdest. Das wäre schon interessant. So. Ich weiß, du willst mich anlabern. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihren Pokébällen sehen. Ich will den wahren Sinn des Trainerdaseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir, nicht wahr? Klingt gut. Ich verstehe und erlaube mir, an deinem Beispiel zu überprüfen, ob es mir zusammen mit meinen Freunden möglich ist, einen Blick auf eine solche Zukunft zu erhaschen. Ah, ich mag N und seine Musik. N's Team kann ich vielleicht etwas schlecht nachbauen, so zwischendurch, weil N wechselt ja seine Pokémon tatsächlich bei jeder Begegnung. Da müsste man dann irgendein späteres Team nehmen. Ja, aber ich glaube, das wäre auch so eine Idee, die ich tatsächlich mal ganz gerne irgendwann ausprobieren möchte. Weiß noch nicht wann und wie und wo, weil ich mich halt erst dafür entscheide, welche Edition ich gerne machen möchte und dann entscheide, was ich mit der Edition mache. Weil ich sag mal, ich weiß nicht, ich finde es wichtiger, dass ich Bock auf die Edition habe, als dass ich Bock auf eine spezifische Monotype irgendwie habe. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ich will unbedingt, keine Ahnung, Monotyp Gift zum Beispiel machen und guck dann, in welcher Edition das gut ist, aber ich habe eigentlich nicht so viel Bock auf die Edition, ist es halt echt suboptimal. Aber ich sag mal, da ich einfach allgemein Lust habe, Monotypes zu machen, bin ich da nicht so festgelegt, sag ich mal. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte halt schwarz machen, dann ist es mir prinzipiell egal, ob ich Monotype Gift mache oder Elektro oder Wasser oder whatever, weil mir das alles irgendwie Spaß macht und ich bei allem neugierig bin. Deswegen, ich schaue halt immer erst, welche Edition ich machen möchte, weil es mir wichtiger ist, dass ich da halt voll Hype drauf bin. Und der Rest kommt dann einfach irgendwie von alleine. Deswegen muss ich halt echt mal gucken, wenn Schwarz dann irgendwann langsam zu Ende ist, worauf ich dann Bock habe, ob ich direkt im Anschluss überhaupt Bock habe, noch eine Edition zu machen oder irgendwas anderes. Und dann entscheide ich mich halt, welche Idee ich gerne umsetzen möchte. Ja, Hauke, das ist halt auch so ein Problem für mich. Das, manchmal möchte ich gerne Monotype machen, aber ich kann sie einfach nicht in älteren Gens machen, weil mir einfach ein bestimmtes Pokémon fehlt. Ich hatte auch mal überlegt, so ja, Monotype Pflanze zum Beispiel, aber ich brauche halt einfach Frubi und Irbis. Das heißt, es muss 6., 7. Gen sein und ja, dann gibt es aber noch mehr Monotypes, wo ich mir denke, es muss 6., 7. Gen sein. Man hat ja teilweise echt so Pokémon, die müssen einfach irgendwie mit. Frubi!
Und jetzt mal alle das Frubi posten. Wait. Oh. Tun wir einfach so. Der Frubi ist echt toll. Der Giftdorn übrigens auch. Feels Batman. Ja. Ah, es tut mir leid. Es ist so... Es ist so ein leidiges Thema und es tut mir irgendwie im Herzen weh. Aber ich muss mich teilweise einfach selbst damit auf die Schippe nehmen. So. Na kommt, einfach für euch einmal. Damit es wenigstens einmal im Chat ist. Ja, Hauke, das ist die Idee. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht an die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereithält. Zekrom, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die Einhornregion gründete. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Also N hat schon so Vibes, dass man ganz genau weiß, den wirst du auch erstmal nicht los. Und der wird wichtig werden. Es klingt schon sehr stark danach. Der Pika-Armee-Flash-Mob. Ich glaube, das wäre etwas kontraproduktiv. Ich glaube, dann würde ich nämlich permanent einfach gebannt werden wegen Hausfriedensbruch oder so. Was? N ist wichtig? Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht, woran das liegt.